Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Jana von Janas Paper Dreams und das heutige Video ist in Zusammenarbeit mit Charlie und Paulchen entstanden. Und zwar möchte ich euch heute ein Produkt vorstellen aus der Winterkollektion von Charlie und Paulchen. Wieder was ganz Niedliches habe ich euch mitgebracht. Und ich habe ein bisschen damit rumgebastelt, habe natürlich auch einige Beispiele dafür für euch. Und zwar geht es um die Stanzformen Weihnachtsfenster. Also das ist ein ganz großes Thema bei Charlie und Paulchen. Denn weil es da wirklich umfangreiche verschiedene Stanzformen gibt, die man miteinander kombinieren kann. Und ja, das habe ich so ein bisschen umgesetzt auf meinen Karten und ich zeige euch jetzt mal meine Beispiele. Und zwar die erste Karte, die ich damit gemacht habe, das ist diese hier. Ich habe hier immer in 15x15 gearbeitet, weil man das Ganze dann eben wirklich richtig schön dekorieren kann. Und ihr seht hier schon ganz, ganz niedliche Elemente. Ganz, ganz süß gemacht. Diese Stanzformen, wie gesagt, die sind erweiterbar. Es gibt auch ein Bundle im Charlie und Paulchen Shop. Ich verlinke euch wieder alle Produkte, mit denen ich heute arbeite, unten in der Infobox. Da dürft ihr dann gerne mal ein bisschen stöbern gehen und mal gucken gehen, was es da alles im Shop gibt. Eine weitere Variante mit den erweiterten Sachen zum Beispiel ist diese Karte hier, denn hier seht ihr eine Kommode, die gehört zu der Sommerdekoration für das Fenster. Hier habe ich das Fenster gedreht und auch eine ganz, ganz niedliche Karte geworden. Und dann gibt es noch eine Außendekoration, also praktisch von außen, vom Wald in das Fenster hinein, und ihr seht schon, hier sind die Kinder ganz fleißig am Baum, Weihnachtsbaum schmücken, und ja, hier draußen der Kasten ist dekoriert, ganz weihnachtlich dekoriert, und draußen springen die Hirsche rum im Schnee und es schneit. Ja, also es sind ganz, ganz, ganz tolle Sachen damit zu basteln, und wir wollen heute mal so eine Karte machen. Ich habe mich mal für eine etwas, naja, schlichtere Variante entschieden, damit das Video nicht den Rahmen sprengt. Aber ihr seht ja hier in meinen Beispielen die Dekorationsideen. Auch der kleine Schwibbogen, ist der nicht süß, ihr Lieben. Also es ist wirklich so viel, hier steckt so viel Liebe im Detail von diesen Stanzformen. Das fasziniert mich immer wieder. Auch im Hintergrund dieses Papier hier ist von Charlie und Paulchen. Das ist das, Designerpapier oder Cardstock Aquarell Tannenwäldchen. Und ja, also ihr seht hier schon, ne? Das ist einfach toll, was man alles damit machen kann. Wir beziehen uns heute mal auf die Wintervariante. Wie gesagt, ihr könnt diese Stanzformen, die ich hier verwendet habe, alle auch zusammen erwerben in einem sogenannten Bundle. Und wie gesagt, da stelle ich euch den Link unten rein. Und ich zeige euch mal die heutige Variante. Wir wollen heute mal diese Karte basteln. Hier habe ich nicht mit Gold, sondern mal so mit silbernen Akzenten gearbeitet. Und weil ich eben finde, dass Grau und Blau und Weiß sehr, sehr schön damit harmoniert, habe ich diese Karte einfach mal so ganz schlicht gehalten. Also ich habe hier nicht viel koloriert. Ich habe hier einfach ein schönes Papier genommen. Da waren Sternchen drauf. Da muss ich ein bisschen improvisieren. Und diesen weißen Cardstock, den ihr hier seht, das ist das, das Papier von Charlie und Paulchen. Das ist auch eine Art Aquarellpapier. Ihr könnt das super drauf kolorieren mit Aquarellfarben. Ihr könnt es aber auch so nehmen zum Kolorieren. Und es hat eine richtig tolle Grammatur, sodass ihr eben wunderschön ausstanzen könnt. Ihr seht, wie filigran diese Teilchen werden, wenn man die mit diesem Cardstock ausstanzt. Da gibt es einen Vorteilspack. Der Cardstock heißt Off-White
Und da sind, glaube ich, 10 Blätter drin, also 10 Sheets à 30 mal 30. Und ja, also die könnt ihr gerne, oder 12 mal 12 Inch, die könnt ihr auch im Shop erwerben. Und ich nehme die eben auch gerne als Grundbasis für meine Karten hier. Seht ihr ja schon, die sind richtig schön stabil und da geht eben auch dann nichts mehr kaputt. Ja, ihr Lieben, also ich zeige euch jetzt mal so im Einzelnen ganz schnell diese Stanzformen, die wir hier verwenden wollen. Und zwar, ihr benötigt einmal die Stanzform Basic Fenster, also das ist das Fenster an sich, das sieht so aus. Ja, das stanzt ihr dann auch einfach aus. Kann ich euch ja auch mal so ein bisschen zeigen. Ausgestanzt sieht es so aus. Und wie gesagt, ihr könnt das Fenster auch drehen. Ihr habt es hier bei meinem Gestaltungsbeispiel gesehen. Das sieht dann so aus. Auch dazu passen die Vorhänge. Dann schneidet man die sich einfach ein Stück ab und schon habt ihr ein breiteres Fenster zum Gestalten und Dekorieren. Das ist natürlich auch in Verbindung mit dem Schwibbogen hier super schön. Dann haben wir das mal wieder wegpacken, sonst wird das hier zu viel. Dann haben wir diese Stanzformen, und zwar, das ist jetzt die Innendekoration, und zwar Stanzformen, Fenster, Innendeko, Weihnachten. Und da habt ihr das jetzt hier alles dabei. Und zwar, ihr habt einmal die Schabracke, die kommt oben an das Fenster, müsst ihr aber nicht machen. Das könnt ihr auch weglassen. Dann habt ihr die zwei Vorhänge. Ihr habt eine ganz, ganz niedliche, dünne, schöne Gardinenstange. Und ihr habt, naja, so eine Lichterkette, eine Lichterkette mit Sternchen dran. Die kann man auch individuell gestalten. Ganz, ganz süß gehalten. Und die Fensterdeko natürlich noch. Zwei kleine Tannenbäumchen. Einer hat hier sogar so einen kleinen Stern obendrauf. Ja, das ist das. Und ausgestanzt sieht das Ganze. Moment. Tue das mal zur Seite, dass ihr das mal ein bisschen sehen könnt. Ich habe das ja alles schon so ein bisschen ausgestanzt, damit ich euch das mal zeigen kann. Sieht das Ganze dann so aus. Also ich habe das hier einmal in Silber ausgestanzt. Dann haben wir hier die Vorhänge. Wir haben hier einmal die Schabracke für oben und die Bäumchen. So sieht die Innendeko aus. So, dann räumen wir das auch mal wieder weg. Ich muss mal ein bisschen vorsichtig sein hier, damit ich nichts durcheinander bringe. Es sind wirklich sehr, sehr filigrane kleine Teilchen. Dann habe ich gearbeitet mit der Stanzform Fenster Bescherung der Kinder. Und das sind diese Kinder, die ihr hier innen drinne seht, bei der Karte mit der Außendeko. Oder hier stehen sie im Wohnzimmer und schmücken das Weihnachtsbäumchen. Und zwar habt ihr da diese Stanzformen dabei. Moment. Einmal einen Baum, einmal die Kinder, dann habt ihr einen Stern für den Baum und ihr habt einmal diese kleinen Kugeln, die man an den Baum noch dekorieren kann. Und das Ganze sieht ausgestanzt so aus. So, ich habe mal hier die Kugeln schon auf den Baum gelegt, damit mir das nicht wegkommt, weil das wirklich eben sehr, sehr klein ist. Ja, das sind diese Stanzformen hier. Ja, man kann das dann hier so oben drauf machen. Und dann habt ihr echt einen wunderschönen Tannenbaum. Und ich empfehle immer, das Bundle vielleicht zu kaufen, da ihr da alle Stanzformen dabei habt und auch noch ein bisschen Geld sparen könnt. So, jetzt haben wir das. Dann kommen wir zu den nächsten Stanzformen, die ich hier verwendet habe. Und zwar habe ich jetzt verwendet als nächstes die Stanzformen Nostalgie-Spielzeug. Das sind diese hier. Und auch die habe ich schon mal so ein bisschen gestaltet. Das heißt, ich habe mir die zweimal ausgestanzt und habe dann das Ganze dekoriert, so wie ich das eben für mein Kärtchen brauche. Hier ist auch noch ein Schaukelpferd dabei. Moment.
So sieht es aus. Und die Schleife habe ich dem Püppchen schon oben an den Kopf geklebt, damit das nicht wegkommt. Also so sieht jetzt sehen diese Stanzformen aus. Die sind auch total süß gemacht. Ganz, ganz niedlich. So, und dann sind wir schon fast durch. Was ihr jetzt noch braucht für die Innendekoration. Ich muss mal ganz schnell hier meine Sachen ein bisschen wegräumen. Ihr braucht noch für das Fenster, für den Blick nach außen. Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Da kann man, wie gesagt, ein Designerpapier dahinter kleben, so wie ich es hier auf der einen Karte gemacht habe. Also wir reden jetzt von dem Blick von Wohnzimmer nach draußen. Wie gesagt, hier seht ihr ein Designerpapier. Das kann man einfach dahinter kleben mit Bäumchen, wo es schneit. Ne? Einwandfrei, hat man nicht viel Arbeit. Hier sitzt noch ein Häschen draußen im Schnee. Also das kann man machen. Man kann aber auch eine Stanzform verwenden, die extra für das Fenster auch gemacht worden ist. Und zwar gibt es eine Stanzform Fenster Aussicht ins Hügelland. Und die ist total raffiniert, sage ich euch, ihr Lieben. Das ist nämlich diese hier. Und diese Stanzform, wenn ihr die ausstanzt, dann sieht die mega cool aus. Schaut euch das mal an. Das ist dann wie so eine Art 3D, wenn man das ausstanzt. Und ihr könnt es praktisch so, wie es ist, wirft es automatisch Schatten und könnt es praktisch hinter das Fenster legen. Ich mache mir aber trotzdem hier noch ein Designerpapier dahinter, weil ich das schön finde, wenn da noch ein bisschen was Dunkleres dahinter ist. Also so kann man das machen. Ich zeige euch das nochmal mit dem Fenster, wenn man jetzt das Fenster davor hält. Und dann schaut mal, wie toll das aussieht, wenn ihr das jetzt hier oben drauf klebt mit Abstandspads. Wie toll das aussieht. Da fehlt noch der kleine Hirsch, der ist noch hier in der Stanzform drin oder das Reh. Hier, das kann man dann auch noch hier reinsetzen oder mit Abstandspads reinkleben, sodass das so ein bisschen nach vorne geht. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz süß gemacht, ihr Lieben. Richtig, richtig toll. Und ihr seht den Effekt. Und bei dieser Karte, die wir heute basteln, machen wir das mal so, damit man das eben schön sieht. Ja, das war's jetzt, ihr Lieben, zu den Stanzformen, die ich hier verwendet habe. Es sind 5 verschiedene. Aber alle kann man irgendwie miteinander kombinieren und das ist wirklich richtig, richtig toll. So, ich zeige euch jetzt mal, was ihr für die Grundkarte braucht. Ich habe mir, wie gesagt, ein blaues Papier ausgesucht und habe mir natürlich auch schon alles ausgestanzt, soweit. Ich versuche das mal hier alles irgendwie ganz vorsichtig hier hinzulegen und dann zeige ich euch mal die Grundkarte. Also hier habe ich einmal 30 x 15 und bei 15 gefalzt. Das ist unsere Grundkarte, die lege ich auch gleich wieder zur Seite, denn die brauchen wir später. Dann braucht ihr natürlich so eine Art Tapete, irgendein Designerpapier. Da könnt ihr auch mal bei Charlie und Paulchen schauen. Da gibt es eine ganz große Auswahl, ganz, ganz tollen Cardstock in Canvas-Optik, in Leder-Optik, in Streifen. Also ihr könnt da wirklich mal richtig stöbern. Ich habe da leider noch nicht so viel Papier da. Da kann ich euch noch nicht so viel zeigen. Ich habe mich jetzt mal für ein gestreiftes Papier entschieden. Das hat ein Maß von 14 x 14 und der Aufleger im Blau passend zu unserer Deko. Dann in 14,5 x 14,5. Und das ist die Ausgangsbasis für unsere Karte. Und das können wir auch schon mal aufeinander kleben, dass das soweit in Ordnung ist oder soweit fertig ist. Denn dann müssen wir gar nicht viel machen. Die Teile, wie gesagt, habe ich alle schon vorbereitet und wir stempeln heute auch gar nicht. Und dann habe ich auch noch geschwindelt, weil mir fällt gerade ein, ich habe ja auch noch einen Gruß drauf gemacht. Und das sind auch noch Stanzformen.
von Charlie und Paulchen, aber dazu kommen wir dann später. Die verlinke ich euch natürlich dann auch. So, also das Erste, was wir machen, das legen wir erstmal zur Seite und wir gestalten uns unser Fensterchen. Und zwar, das ist jetzt praktisch die Grundlage für unsere Karte. Wie gesagt, ich habe mir das ausgestanzt, ich habe das Fenster gemessen, das sind glaube ich 6,5 x 8,5. Ihr könnt auch ein paar Millimeter weniger nehmen, damit es eben nicht übersteht. Und dann passt das genau hier in das Fenster rein. Dann schneidet ihr euch ein Stück Designerpapier zurecht oder ihr nehmt eben diese wundervolle Stanze, wie ich das jetzt mal mache. Man kann das natürlich auch noch anmalen mit Aquarellfarben. Ich möchte es jetzt gerne mal so eher schlicht lassen und mal schauen, wie das dann wirkt. Ich habe es nämlich noch nicht ausprobiert, aber ich finde es total spannend. Und deswegen versuche ich das Ganze jetzt mal hier auf das Designerpapier zu kleben, ganz vorsichtig. Und also ihr müsst da nicht so viel festkleben, weil das soll sich ja bewegen. Also zumindest das, was ausgestanzt ist, das ist ja dann dieser gewollte 3D-Effekt. Hier könnt ihr auch noch mal so ein bisschen drunter gehen und könnt das Ganze so ein bisschen anheben. Und das wird einfach festgeklebt. So, jetzt überlege ich, ja, man bräuchte hier natürlich ein ganz, ganz kleines Mini-Teil von einem 3D-Pad, sodass man das... Ich versuche das mal hier mit so einem Randstück. Ich hoffe, es klappt, dass wir das da hinten drauf kriegen irgendwie. Also das ist schon ein bisschen fuckelig, wenn man so ganz kleine Stanzteile hat. Aber es könnte, oh ja, es könnte passen. Und dann setze ich mir hier das Reh einfach mal so rein. Seht ihr das? Total süß. Total süß. Ich bin total hin und weg. So, jetzt könnt ihr das Fenster eigentlich auch schon hier so aufsetzen. Das soll natürlich mit Abstand aufgesetzt werden. Und da könnt ihr euch jetzt entscheiden, nehmt ihr jetzt irgendwas, was ein bisschen höher ist. Hier würde sich das natürlich anbieten, wenn man diese Streifen nimmt. Ich habe hier noch so Streifen da. Die sind von Stampin' Up. Ich weiß aber nicht, ob man die vielleicht auch woanders kriegt. Es geht aber auch mit anderen Sachen, also mit anderen 3D. Aber die sind ein bisschen höher als die normalen 3D-Pads. Und deswegen probiere ich das jetzt mal mit der Variante. Das heißt, ich klebe mir das jetzt hier erstmal rundherum auf. Und versuche jetzt einfach mal, diesen Abstand herzustellen. Ja, also da lässt sich die Steffi wirklich immer ganz, ganz niedliche, tolle Sachen einfallen. Und es wird nie langweilig mit diesen Sachen, die es im Shop gibt, weil es doch immer mal wieder Überraschungen gibt. So. So, jetzt haben wir hier unser tolles Fenster und jetzt setze ich das ganz vorsichtig mal hier auf mein vorbereitetes oder auf meinen vorbereiteten Hintergrund. Ach, ihr Lieben, schaut euch das doch mal an. Wie niedlich sieht das denn aus? Ist das nicht süß? Also man könnte es auch so jetzt einfach nur hier oben ein Loch rein und als Geschenkanhänger könnte man das schon verschenken. Es ist einfach zauberhaft. Das, was jetzt hier übersteht, das könnt ihr auch mit der Schere abschneiden. Wie gesagt, ihr könnt auch ein paar Millimeter weniger nehmen von diesem Maß 6,5 x 8,5. Ich schneide es immer lieber ein bisschen breiter. Und wie gesagt, man kann das Ganze ja dann auch noch mit der Schere ein bisschen bearbeiten. Wenn einen das jetzt stört, hier kommen sowieso die Vorhänge dann drüber und von daher ist das egal. So, das ist der Mittelpunkt unseres Wohnzimmers. Das heißt, jetzt könnt ihr euch mal den fertigen Aufleger nehmen und könnt euch das schon mal auflegen hier. Und jetzt fangen wir an mit der Deko. Jetzt kommen hier unsere Gardinen dran und auch die Schabracke, die ich hier vorbereitet habe.
Die klebe ich jetzt zuerst auf. Oder klebe ich die nicht zuerst? Nein, die klebe ich nicht zuerst auf. Ich klebe zuerst die Vorhänge auf. Und zwar mache ich die jetzt erstmal nur da oben fest. Ich klebe mir die auch bündig. So, und die stehen dann natürlich da unten ein bisschen ab. Seht ihr gerade. Und das ist aber auch dann ganz schnell festgeklebt. Ich muss jetzt einfach erstmal sehen, wie der Abstand ist. Und deswegen wollte ich die jetzt noch nicht. Ja, ich denke, das ist perfekt so. So, und jetzt hebt ihr das einfach hier ein bisschen hoch. Dann könnt ihr da ein bisschen Kleber drunter geben und könnt schon die Vorhänge festkleben. Braucht ihr auch nicht viel dazu. Das geht ganz schnell. Und wer möchte, kann diese Schabracke da oben auch weglassen. Also man könnte jetzt rein theoretisch auch die Gardine oder die Gardinenstange nehmen und könnte die jetzt hier so aufsetzen. So zum Beispiel. Und dann kommt noch dieses, ja, unsere Girlande dran oder unsere Lichterkette und dann wäre das Fenster auch gestaltet. Ich finde es aber schöner, weil ich es jetzt eher schlicht gehalten habe, wenn sich das jetzt hier oben blau noch mal blau absetzt. Und deswegen nehme ich jetzt einfach hier dieses Teil und klebe das jetzt hier über die Gardine. So, da müsst ihr auch wieder aufpassen, dass das relativ bündig gesetzt wird. Perfekt. So, jetzt kommt der wrickelige Teil. Das heißt, wir wollen jetzt praktisch diese Girlande an die Stange hängen. Und die ist eigentlich so gemacht, dass ihr die eigentlich nur hier so rundherum legen müsst. Also einfach so. Und dann kann man das Ganze so auf die Karte kleben. Damit das natürlich nicht verrutscht und damit es einigermaßen gerade aussieht, ist es eben so von Vorteil, wenn ihr euch das vorher auflegt. Und dann dreht ihr euch das einfach um und gebt hier überall so ein paar Pünktchen Kleber dran an die Gardinenstange und alles, was in der Nähe ist, was man festkleben kann. Und da dürfte eigentlich auch dann nicht mehr so viel passieren. Das ist eigentlich hier der Spezialteil unserer Karte. Jetzt soll das Ganze natürlich auch noch gerade drauf liegen. Wenn ihr das geschafft habt, dann drückt ihr das einfach nach unten und da kann auch eigentlich nichts mehr verrutschen, wenn der Kleber anzieht. Oh, ich finde das so niedlich, ihr Lieben. Also ich bin restlos begeistert von diesen süßen Weihnachtsfenster. Ja, wie mit so vielen Sachen von Charlie und Paulchen. Also herzallerliebst gemacht, ihr Lieben. Ja, und so sieht unser Fenster dann aus. Total süß. So, wer möchte, kann das jetzt natürlich hier auch noch ein bisschen festkleben. Gebe jetzt mal so einen kleinen Punkt hier drunter, sodass ich jetzt hier meinen einen Stern noch ein bisschen andrücken kann. Und auch bei dem hier kann man da noch ein bisschen Kleber drunter geben, ganz vorsichtig oder auf den Vorhang. Und kann das Ganze dann noch mal ein bisschen befestigen, so dass das jetzt wirklich nicht mehr hier oben runterrutschen kann. Ja, ihr Lieben, und dann könnt ihr das Fenster praktisch schon mal positionieren auf eurem Kärtchen und klebt es einfach fest. Mega coole Sache mit wenig Stempeln oder eigentlich gar nicht. Es sei denn, man stempelt jetzt vielleicht auch noch einen Spruch in die Karte rein. Das kann man natürlich auch machen. So, und jetzt
klebe ich mein Fenster hier auf meiner Kartenfront fest. Jetzt wollen wir natürlich hier die Deko auch noch einräumen ins Fenster. Unsere zwei kleinen Tannenbäumchen, da gebe ich einfach hier unten ein bisschen Kleber dran und hier so in der Mitte. Und dann klebe ich hier das erste Bäumchen hin, also so wie als wenn es auf der Fensterbank steht. Und auch das kleine kommt jetzt hier daneben. Das kann man auch so ein bisschen verrutschen nach unten. So. Ja, also total süß. Eigentlich kann man es auch so lassen, wenn man es jetzt nicht ganz so voll haben möchte, die Karte. Jetzt kommen wir zu den Kindern und dem Weihnachtsbaum. Wie gesagt, das habe ich auch alles schon mal ausgestanzt. Wir kleben uns jetzt mal hier die Weihnachtskugeln auf und den Stern, wenn ich die jetzt alle wiederfinde. Ich glaube, das waren 5 oder 6 an der Zahl oder ja, ich glaube eher 5. So, dazu ist es empfehlenswert, ihr nehmt euch ein Picktool. Also erstmal hier oben, da kommt ja der Stern hin. So, dann haben wir 5 Stück an der Zahl. Ja, weil hier drüben steht der Junge, da ist es egal. Also dann klebt ihr euch jetzt die kleinen Kügelchen einfach mehr mittig und na? Genau. So, und wem das jetzt zu fuckelig ist mit den kleinen Kügelchen da, der, also rein theoretisch kann man die auch weglassen, ne? Und einfach nur den Baum ausstanzen, wer das möchte. So, jetzt haben wir noch eine. Die kommt jetzt hier in die Mitte. Genau. Perfekt. So, unser Stern noch an die Spitze. Ups. Und fertig ist das Weihnachtsbäumchen. Ist das nicht niedlich? So, jetzt hier unsere Kinderchen. Und zwar, die möchte ich jetzt hier so vor den Weihnachtsbaum setzen, so als ob der Junge jetzt gerade hier die Kugel da dran gehangen hat. Das heißt, ich klebe mir die einfach hier so ein bisschen fest. Gib mir hier so ein bisschen Kleber drauf. Und dann klebe ich die einfach hier drauf fest. So, und dann ist der nächste Schritt hier, das soll so auf die linke Seite kommen, kurz vor das Fenster. Das heißt, wir arbeiten hier jetzt wieder mit Abstandspads. Da wir jetzt hier einen ziemlich hohen Abstand haben, würde ich euch auch empfehlen, dann die gleichen Abstandspads, die ihr für das Fenster genommen habt, zu verwenden, damit es jetzt nicht verschiedene Höhen hat. Denn ich denke, dann würde das, genau, dann würde das eben auch nicht mehr so schön aussehen. Und deswegen klebe ich jetzt einfach mal hier von diesem etwas höheren, ja, 3D-Streifen noch ein bisschen was drauf hier. Und dann passt das perfekt zu unserem Fenster. Und es gibt keine Höhenunterschiede. So, und jetzt setze ich mir das hier. Ich suche mir jetzt hier einen schönen Platz aus. Genau, der ist perfekt. Und dann drücke ich das einfach hier drauf. Ja. Total wunderschön, diese Teile. Und jetzt ist mir hier noch so ein kleines Kügelchen aufgefallen. Soll ich das noch irgendwo hinkleben? Ach, ich lasse es jetzt, glaube ich, weg. So, dann haben wir noch ein bisschen Deko. Ich benutze jetzt mal das Auto. Auf meiner anderen Karte hatte ich hier das Schaukelpferd noch mit benutzt. Wir kriegen ja nicht alles drauf und es soll auch nicht ganz so voll sein. Deswegen klebe ich mir jetzt hier das kleine Auto mal auf die rechte Seite. Ich überlege gerade. Ja, das werden wir auch mit Abstandspads machen. Das passt ganz gut, denke ich. Und da setzen wir dann einfach die Puppe drauf.
Also ich klebe erstmal das Auto auf. So, wie gesagt, also wenn ihr einfach nur, ihr dürft natürlich die Elemente auch kolorieren. Schaut euch einfach mal meine anderen Videos an, die ich schon gemacht habe mit Charlie und Paulchen. Da seht ihr das. Ich habe schon verschiedene Varianten gezeigt, wie man diese kleinen Standsformen kolorieren kann. Und ja, da seid ihr völlig frei. So, ich setze jetzt die Puppe einfach mal hier oben auf das Auto drauf. Das heißt, die braucht jetzt hier auch noch was da hinten drauf, also diese Abstandspads, damit das eben auch ja, ein bisschen wirkt. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kleber, aber wirklich nur ganz wenig, minimal. So. Und dann setze ich die Kleine hier einfach drauf. Super, super schön. Und zum Schluss kommt noch mein kleiner Teddy. Der sitzt jetzt hier neben dem Auto. Das sind die Weihnachtsspielzeuge für die Kinder. So, ihr Lieben. Mega, mega süß. Also da könnt ihr wirklich richtig, richtig frei sein mit eurer Gestaltung und könnt da mal richtig die Sau rauslassen. ja, total niedlich. So wäre es schon fertig. Wir brauchen jetzt natürlich noch einen Spruch. Und zwar, es gibt Stanzformen, die praktisch in das Papier reinstanzen. Und da habe ich mir schon einige ausgestanzt. Das sind die Grußtexte. Da gibt es horizontal, vertikal, dann gibt es Grußtexte, Weihnachten. Und die habe ich jetzt hier benutzt. Das möchte ich hier noch irgendwo aufkleben, so am Rand. Man könnte es auch hier oben so dazwischen kleben. Ich glaube, ich mache das jetzt hier oben so hin, damit das hier unten diese schöne Optik nicht verdeckt. Und auch hier brauche ich jetzt nochmal so einen kleinen Streifen, da ich das ja so ein bisschen auf das Fenster kleben möchte, damit das von der Höhe her stimmt. Also ihr müsst einfach nur gucken, ihr Lieben, wie ihr das dann aufkleben wollt. Ich habe mir jetzt hier so ein Stück dran gemacht und hier hinten mache ich mir einfach ein bisschen Kleber dahinter und dann suche ich mir hier eine schöne Stelle aus und guck mal, wo das am besten hinpasst. Doch, ich denke, hier ist es ganz gut so, oder? Oder ist das zu hoch? Ich glaube, das ist doch noch zu hoch. Muss da jetzt noch was drunter? Na dann. Dann kleben wir uns einfach noch ein bisschen was drunter. Ja, man kann es aber auch an die Seite. Oder ihr nehmt dann halt, wie gesagt, einen anderen Abstandspads. Aber das soll schon einigermaßen passen. So, und jetzt mache ich das hier bündig mit der Kante. Das passt. Und dann klebe ich mir hier meinen Spruch drauf. Und fertig ist meine wunderschöne Weihnachtskarte zum Verschenken. Man kann das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen beglitzern, wenn man das möchte. Oder ja, ein paar Steinchen. Aber ich finde, das wäre dann schon wieder zu viel. Und deswegen, ja, sag ich, für mich ist es gut, es ist wunderbar so. Und jetzt kleben wir das Ganze noch auf unsere Grundkarte, auf unseren Cardstock Off-White. Wie gesagt, sucht euch den mal raus im Shop, der ist mega, mega cool. Ich habe den jetzt auch erst getestet und der ist wirklich richtig, richtig gut. Also gerade für Aquarellfans, die gerne mit Aquarellfarben kolorieren, ist das wirklich eine mega Sache. Und eben, wie gesagt, man kann es super als Grundkarten verwenden. Und ich werde jetzt mal eine Aufklappkarte machen. Das heißt, ich habe jetzt oben die Falz liegen. Das könnt ihr auch machen, wie ihr möchtet. Also überhaupt kein Problem. So, mega cool die Karte. Also mir gefällt sie richtig, richtig gut.
Und ja, ich bin absolut begeistert von diesem Weihnachtsfenster. Ja, ihr Lieben, das ist meine heutige Variante für euch von dem Weihnachtsfenster von Charlie und Paulchen. Ich hoffe, euch gefallen die Karten. Hier ist auch nochmal die andere zum Vergleich. Schaut gerne mal im Shop vorbei und die, wie gesagt, die Sachen findet ihr alle unten in der Infobox. Ich verlinke euch auch hier dieses Fenster für außen, damit ihr das Ganze umgekehrt machen könnt. Ihr seht, hier sind so wunderschöne Fensterladen dazu. Ihr habt hier einen Blumenkasten dabei. Also das ist auch ein ganz, ganz tolles Set. Diese kleinen Sternchen für die Fensterdeko sind dabei. Also schaut einfach mal nach. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Däumchen nach oben da. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder beim nächsten Video ein. Und bis dahin wünsche ich euch eine kreative Weihnachtsbastelei. Und ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.